Gut, dann bitte ich dich mit der Atmung zu beginnen. Und bitte dich tief ein- und auszuatmen. Und mit jedem Atemzug anzukommen. In dir selbst, bei dir selbst. Und mit Valela, dem Engel der Erdung, zu atmen. Zu sein. Rot und Gold leuchte ich in dir auf, wie der Glanz der wunderbaren Edelsteine, Rubin, Granat oder der edle Strom des roten Beerensafts verteilt sich meine Strömungsenergie in deinem Körper. Die Kraft der Erde strömt in dich ein, um dir die Möglichkeit zu geben, dich mit ihr zu verbinden. Du bist aufgefordert, den Kontakt zu Mutter Erde zu intensivieren. Denn Mutter Erde benötigt Menschen, die mit beiden Beinen fest und klar auf ihr stehen. Mutter Erde möchte sich mit dir wieder verbinden, möchte dich bitten, ihre Geschichten zu verstehen und sie weiterzugeben, ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und sie zu erfüllen. Denn dies ist eine wahrhaft ehrenhafte Aufgabe, zu der du heute gerufen bist. Nimm diese ehrenvolle Aufgabe dankbar an und beginne dich mit ihr zu verbinden. Mach dies nicht nur in deiner Vorstellung, sondern verbinde dich auch im Außen mit der Natur. Berühre barfuß den frischen Boden oder tauche deine Hände in die feuchte Erde. Pflanze Blumen oder pflücke Beeren. Und verspeise diese genüsslich. Achtsam und dankbar mit deinem stummen Gebet auf deinen Lippen. Der Engel der Erdung weist dich darauf hin, dass du die Verbindung zur Mutter Erde stark benötigst, um zu wachsen und zu sein. Beginne dich mit ihr zu vereinigen und du wirst einen starken Strom von frischer Lebensenergie und Mut, der dich in deinem Dasein unterstützt, bemerken. Atme tief ein und aus und fühle die Kraft von Mutter Erde. Fühle ihren heißen Lavastrom, wie er einströmt über deine Fußsohlen. Aufsteigt durch deine Beine und einfließt in dein Becken, um deine Beckenschale zu füllen, um dich zu nähren und zu stärken, um die Weiblichkeit in dir zu nähren. Und dir deutlich zu machen, dass dein Kelch stets gut gefüllt ist, wenn du dich verbindest mit der Erde, mit Mutter Erde, um zu schöpfen aus ihren tiefsten Schätzen. Fühle das Pulsieren in deinem Wurzelchakra. Die starke Verbindung über deinen Fußsohlen. Die klare Aufrichte, die dadurch entsteht, in deiner Wirbelsäule. Ich bin aufrecht, stark und klar. Wohlgenährt und erfüllt. Dein Becken weitet sich, um zu empfangen kraftvolle
nährende Energie. Ebenso öffnet sich dein Kronenchakra. Mach dich weit und empfänglich, um das Licht aus der Quelle zu empfangen. Weiß, goldenes Licht. Klar, rein. Wie ein frischer Gebirgsbach fließt dieses Licht, diese Kraft in deine Kronenschale. Um dich zu füllen, dich zu nähren. Mit der Allverbundenheit. Mit dem Licht der Quelle. Öffne dich und empfange. Und wisse, du bist der Kelch der Fülle. Wohlgenährt. Erfüllt vom Licht der Quelle. Lasse diese beiden Energien strömen durch deinen Körper, entlang deiner Wirbelsäule. Um sie in deinem Herzen zu vereinen, um im Herzen zu empfangen, dein Herz zu öffnen, gleich einer lichtvollen Blüte, um zu empfangen, die Energie von Mutter Erde. Und die Energie aus der Quelle, aus dem Ursprung. Fühle, wie dein Herz sich nährt, wie du empfängst, um in deinen Herzen zu wandeln, zu transformieren. Diese beiden Energien zu verschmelzen in einen alchemistischen Prozess, um zu wissen, ich empfange. Ich bin Kind von Vater Gott, ich bin Kind der Quelle, ich bin Kind von Mutter Erde. Und in mir verbindet sich dieses Wissen, diese Energie, diese Kraft. Verbindet sich, transformiert in einem alchemistischen Prozess, um zu wandeln und die Energie auszudehnen, zu gestalten, zu erneuern. Frisst all jene Energie. Rosenrot, wunderschön, nährend, kräftigend, stärkend. Erfülle dich, erfülle dein Sein, erfülle dein Dasein, deine Umgebung mit kristalliner Energie. Flute sie, ströme, nähre sie.
Lass das Licht und die Energie von Mutter Erde alles wandeln, alles transformieren. Sei bereit zu geben im Übermaß und zu empfangen in deiner vollen Blüte. Bin genährt. Ich bin gehalten. Ich bin erfüllt. Fühle die Kraft in deinem Herzen. Fühle die Transformation, die Erneuerung in jedem Organ, in jeder Zelle. Fühle die Öffnung all deiner Sinne, all deiner Wahrnehmungen. Das Licht in deiner Aura. In deinem irdischen Sein. Wo auch immer du dich hinbewegst, wo auch immer du bist. Strahle. Leuchte aus dem Wissen heraus, dass du geboren wurdest. Aus der Verbindung der großen göttlichen Energien. Strahle aus dem Wissen heraus, dass du Kind dieser göttlichen Energien bist. Dass du diese wundervollen Energien, dass du die kristallinen Energien in dir trägst und um dich gleich eines Mantels. Strahle und erhelle jede Situation, in der du bist, in dem Wissen, dass du göttliches Kind bist, geborenes Licht. Lass dieses Wissen Raum nehmen. In deinem Geist. Lass das Licht mit jedem Atemzug an Kraft gewinnen, an Stärke und ermächtige dich selbst, das zu sein, was du bist. Atme tief, hebe deinen Blick weit über deine inneren Grenzen hinaus.
und erschaue das Licht, das immer stärker wird. Das Paradies in dir und um dich, das sich mehr und mehr zeigt. Und nimm wahr, wie das Licht überall auf Erden beginnt, stärker zu werden, kräftiger, strahlender. Und die Dunkelheit immer kleiner wird, immer schwächer. Genauso wie die Sonne an Kraft gewinnt, wenn sie früh am Morgen am Himmel erscheint. Ohne Streit, ohne Kampf, ohne Spannung, ihrer Natürlichkeit gemäß. So verbreitet sich das Licht. Ohne Anstrengung, ohne Spannungen, einfach und leicht. Und dem Licht folgt die Gnade. Der Gnade folgt die Liebe. Der Liebe folgt die Begeisterung. Der Begeisterung folgt die Verbundenheit. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Verbunden im Licht. Schmolzen im Urgrund. Wenn du möchtest, dann fülle deine goldenen Kugeln des Lichts und verteile sie. Bring sie dorthin, wo sich potenziertes Licht, potenzierte kristalline Energie entfalten darf. In dir selbst. In deiner Familie, in deinem Sein.
überall, auf der Erde, in der Erde, rund um die Erde, wird das Licht zeigt sich die Liebe, erstrahlt die Gnade. Formt sich Begeisterung. Legt sich der Frieden des gefühlvollen Miteinander. Und um all die Menschen webt sich hinein in alle Zellen. Lasse dein Licht erstrahlen. Und sei der Spiegel für die Welt. Somit trägst du bei zur Wandlung, zur lichtvollen Transformation. Zur flutenden Veränderung. Schaue zurück, was du schon alles transformiert und verändert hast. Durch dein Sein. Nähre dich von dieser Kraft, von diesem Wissen. Und erstrahle. Jetzt und hier und alle Zeit. Verweile in dieser Energie, solange du möchtest. Und wann immer es für dich an der Zeit ist, dann kehre zurück in dein Hier und Jetzt, in deinen Alltag, in deine Zeit. Liebe das Licht und die Kraft und die Freude und erstrahle. Wo auch immer du bist, was auch immer du tust. Denn du bist das Licht der Welt.